Xavius ist nun nichts der Meister dieses Waldes. Macht Stand. Betretet ihn und ihr gebt euch dem Albtraum hin. Es ist zu weit entfernt. Nichts kann Xavius Macht standhalten. Der hat genau die gleiche Stimme wie der Typ aus StarCraft. Den kenne ich natürlich super gut. Bin ja nicht doof. Nichts kann Xavius Macht standhalten. Was? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich werde den Albtraum auf jeden Berg, in jedes Tal tragen. Ja, warten wir mal ab, ich kann ob du das schaffst. Angreifen. Ich habe da was gegen. Ich muss näher ran. Meine Macht wird dieses klägliche Land vernichten. Mein Leben für Xavius. Werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Ich brauche ein Ziel. Erhebt euch, wachst, überwuchert diesen Wald. Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Ich habe kein Ziel. Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Ich bin außer Reichweite. Düsterholz hat sich in eine nahe Höhle geflüchtet. Folgt ihm und setzt ihm ein Ende. Nichts kann Xavius Macht standhalten. In einer Höhle ist der gute Mann. Schauen wir uns doch mal an. Gehen wir doch mal in jene mysteriöse Höhle. Xavius Miratos Düsterholz sollten wir schaffen.
Bereit zur Abgabe? Krass, Isera wechselt also die Seiten. Heftig. Malfurion, wo bist du, Liebster? Schnell nach Tyrande. Worauf warten wir? Mein Gatte Malfurion, was ist aus ihm geworden? Sie sind umzingelt. Ich sah ihn in einer Vision. Er war zornig. Dann litt er plötzlich Qualen. Und nun kann mein Geist ihn nicht mehr erreichen. Er ist stark. Aber die Gräuel, die dieses Land befallen hat, zehrt alles auf. Ich muss ihn finden und ihr müsst mir helfen. Nehmt eure Seele zusammen, Mensch, und folgt mir.
Boah, ist sie groß. Tyrande! Ich bete, dass es sie noch nicht zu spät ist. Alles, was sie berühren. Xavius hat Isera hier entlang geführt. Doch wohin sie gezogen sind, ist nicht ganz klar. Diese widerwärtig werden, es vernebelt mir die Sinne. Diese Flüchtlinge haben von einem uralten Mondbrunnen gesprochen, der in den Ruinen der Heimat verborgen liegt. Vielleicht konnte er dieser Verderbnis widerstehen. Ich werde Elun anflehen, mir eine richtungsweisende Vision zu schenken. Mit ihrem Licht kann ich meinen Gatten vielleicht noch finden. Ich hoffe es, dass wir ihn finden. Seht euch ruhig um. Hallo? Unser geliebter Malfurion, ich sah ihn in den Klauen von der Träumern, aber Isera war so anders, so verderbt. Shaladrassil, unser mächtiger Weltenbauer, ist bis zur Unkenntlichkeit durch die Verderbnis entstellt. Wir mussten uns aus unserem Zuhause fliehen und unsere Habseligkeiten zurücklassen. Einige davon waren Erbstücke, die uns zeilig sind. Ich bitte euch, bringt mögen sie zurück. Euch die Sterne seid gegrüßt. Als ob Shaladrassil sich nähernde Wurzeln noch nicht reichen würden, wollen jetzt die Wurmkrallen Hapyren auch noch unsere Misere aus. Tötet sie, Mensch. Gerne. Viel Glück. Indem wir neue Aufträge. Das machen wir doch glatt. So, tötet 5 Erbstücke, bla bla bla. Beschützt Tyrande während ihrer Wacht. Lasst nichts meine Meditation stören. Ich muss durch das Chaos blicken. Ich sehe wirbelnden roten Nebel, gefletschte Zähne. Ich bin außer Reichweite. Das ist mir heute zu warm. Er leidet. Kämpf weiter, mein Geliebter. Und auch schon zu spät. Wenn du zu Hause bist und so weiter, ruh dich heute mal schön aus. Können wir uns ja für morgen vornehmen, dann grillen wir ein bisschen. Das werde ich dir bereuen. Welch bösartiges Gelächter. Xavius, ihr verachtenswertes Scheusal. Ich werde euch kriegen. So, seine Position ist immer noch unklar, doch er lebt. Okay. Gut. Wir müssen tiefer in den Albtraum vordringen. Wo immer alles er klar ist, die Gefahr ist nicht weit. Wir vergeuden Zeit. Sie sind umzingelt. Der Mondboden ist immer noch rein, aber der verliert Einfluss des Albtraums ist weiter vorhanden. Kommt, lasst uns in die Zuflucht. Trefft mich an der Zuflucht, dann werden wir unsere Suche fortsetzen. Ja, aber erstmal muss ich die Hapyren noch hier. Mach, dass es blutet! Mach, dass es blutet! Feigling! Dafür werdet ihr bezahlen! Ich habe kein Ziel. Reißen wir das Fleisch von euren Knochen! Ich brauche ein Ziel.
Ich habe kein Ziel. Eine Trophäe für die Hexenkönigin. Die sind aber auch nervig. Feigling, dafür werdet ihr bezahlen. Naja. Laber mich nicht voll. Euer Tod wird berauschend. Sind hier keine Erbstücke, egal, nix. Ist das hier leer, ey. Mann. Ja. So. Oh. Juhu. So, da fehlt uns nur einer. Nein! Ich brauche ein Ziel. Keiner wird am Leben bleiben. Ich habe kein Ziel. Das ich duftet! Ziel. Das werdet ihr bereuen. Ich muss näher ran. Mach, dass es blutet! Ich habe kein Ziel. Reicht nicht. Eine Trophäe für die Hexenkönigin. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So, drei Quests zur Abgabe. Sie verderben alles, was sie berühren. Ador. Bitte sehr. Ich bin geehrt. Das. Bitte sehr. Abgabe. Wir vergeuden Zeit. Worauf warten wir? Ich weiß nicht, dass mein Gatte irgendwo tiefer in dem entstellten Wald steckt. Er ist noch am Leben, aber ob er umgekehrt ist, ist ungewiss. Oha, sie sieht traurig aus. Wenn er es nicht ist, wird nicht einmal Xalmus beschützen können. Folgt dem Pfad des Kommt, Abends. Wir müssen uns beeilen. Sie verderben alles, was sie berühren. Der Weg teilt sich. Moment, seht ihr das? Federn und Blut. Es ist noch feucht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Die Verderbnis wuchert hier unerbittlich. Was ist das auf der anderen Seite der Brücke? Seid wachsam. Elotir? Bei Elun nicht auch ihr. Habt ihr meinen Mann gesehen? So, und jetzt holen wir uns noch das Erz. So. So, und jetzt gehen wir nach oben, nach Tyrande. So, dann schauen wir mal, was uns Tyrande da zu sagen Sie hat. Sind umzingelt. Die Bäume ist sicher. Flüstern seinen Namen. Doch ihre Worte sind für mich nur Wahnsinn.
Ihr müsst mir helfen, ihn zu finden. Kann ich irgendetwas tun? Ich fürchte nicht. Aber vielleicht kann eure Mutter Mond helfen. Was müssen wir jetzt machen? Im Reden, ach, okay. Du. Amor, mein Freund, ihr müsst vollbringen, was mir versagt blieb. Ihr müsst unseren neuen, unseren teuren Malfurion finden. Der Albtraum verschlingt meinen Geist und ich höre die Stimme dieser gequälten Bäume. Aber ich muss an meinem Verstand festhalten, um euch zu helfen. Übt euch nach Ashteran und bringt mit mir verderbte Blütenblätter von denen, die dort gefallen sind. Mit ihrer Hilfe finde ich vielleicht euren Erzleben. Dürfte ich euch um einen letzten Gefallen bitten? Vera Varetos, ein sehr alter Freund von mir, ist den Qualen des Albtraums zum Opfer gefallen. Wir haben einst zusammen dieses Land beschützt. Seine enge Verbundenheit mit eben diesen ist ihm jetzt zum Fängnis geworden. Wie bei den anderen Opfern gibt es auch für ihn keine Hoffnung mehr. Ich bitte euch, man sollte das nicht. Ich rufe Elun um Hilfe an. Der Makel des Albtraums kann nicht entfernt werden. Doch wir können ihn aufhalten. Lange genug, um ihn zu finden. Der Wald spricht. Ich kann ihn beinahe verstehen. Überschreitet nicht die Schwelle des Wahnsinns, Elutir. Mutter Mond wird euch beschützen, solange es geht. Na gut, machen wir's. So, dann haben wir jetzt eine Aufgabe. Wir müssen für den Baum ein paar Dinge erledigen.